So, warte ich mit meinem Skript-Tutorial. Ich habe jetzt eigentlich für heute eine Vorstellung geplant, allerdings hatte ich das dann jetzt doch nicht so geil erwiesen und dann dachte ich mir, ich mache lieber ein Tutorial und jetzt machen wir was absolut nicht Peter-freudiges oder Peter-freundliches. ich hoffe mal, hier kommt nicht jemand auf die Idee, dieses Video Peter zu schicken. Wir machen so ein kleines Skript, wo man quasi einfach Tiere rumboxen kann. Oder Monster. Und naja, mal schauen. Ist auch gar nicht so lang, aber bevor ich jetzt mit dem anfange, habe ich noch was ich sagen will. Ich meine, nächstens ist das dann irgendwie eine Ankündigung dazu wahrscheinlich. Und zwar versuche ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich will irgendeine Art von Möglichkeit schaffen, dass ihr Skriptideen oder Skript-Requests einfach irgendwie einreichen könnt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie es am besten dann irgendwie umsetzbar ist. Vielleicht einfach ich weiß gar nicht genau, irgendwie Google Docs, glaube ich, war es nicht, oder? Keine Ahnung. Es gibt irgendwie von Google so ein paar Angebote da, ein paar Sachen, die man nutzen kann. Und ich habe das, glaube ich, damals mal gemacht für Kanalvorstellungen. Da hatte ich mal irgendwie so einen Google Doc mit hunderten Einträgen damals. Da wollten irgendwie, glaube ich, 200, 300 Leute eine Kanalvorstellung haben, was ja auch verständlich ist. Und irgendwann habe ich danach, keine Ahnung, 50, 60 aufgeben. Auf jeden Fall, irgendwie sowas habe ich vielleicht für Skriptvorstellungen, Skript-Tutorials meine ich jetzt. Ich werde die wahrscheinlich jetzt nicht alle in der Reihe nach abarbeiten, einfach was am besten passt. Beziehungsweise, was dann vielleicht auch machbar ist. Also, wenn jetzt jemand ein Skript requestet für irgendwie einen ewig langes PvP-System oder so, dann ist es natürlich relativ unwahrscheinlich, dass ich sowas mache, weil es ist eine Arbeit von 6 Stunden, vielleicht von 100 oder mehr Stunden und sowas ist natürlich dann für ein Tutorial eher weniger geeignet. Einzelne Sachen, einzelne Funktionen vielleicht von dem Ganzen gern, aber ein ganzes Skript ist immer, oder ein ganzes System ist, kann ich nicht machen. Das dauert einfach zu lange, da mache ich 100 Folgen nur irgendwie ein System und das glaube ich ist auch nicht so geil. Aber irgendwie bestimmte Funktionen, zum Beispiel irgendwelche Respawn-Funktionen oder Kits oder sonst irgendwie sowas, also hier Kits zum Items vergeben, sowas klar gern, aber das Ganze ist dann nie. Aber wie gesagt, kommt nochmal eine Vorstellung oder irgendwie ein Ankündigungsvideo. So, wir starten schon mal irgendwie sehr, sehr skandalös, slash abuse. So, Trigger. By the way, das ist nicht hundertprozentig von mir. Ich habe das mal irgendwo vor Jahren gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Schon ewig her. Ein paar Sachen noch irgendwie verändert und naja. Also, wir spawnen einfach mal einen Villager. At Location of Player. Dann, also im Prinzip relativ klar. Also einfach ein Villager. Im Spiel spawnen. Dann gibt es die Funktion Leash, also anbinden. Und dann Last Spawned Entity. Also quasi einfach den Villager zum Beispiel. By the way, ich bin mir nicht ganz sicher, je nach Minecraft-Version kann das unterschiedlich sein. Teilweise braucht man irgendwie Leash, Last Spawned Villager oder so, je nachdem, also es variiert. Beziehungsweise beim On-Spawn-Event, glaube ich, braucht man das andere. Leash spawned, last spawned entity to target block. Ich erkläre gleich, wie das Ganze funktioniert. Set last spawned entities max health to 20. So, genau. Jetzt zeige ich das Ganze am besten mal anhand dessen hier. Wir machen jetzt einfach mal so einen kleinen Pfahl irgendwie. Das Ding abreißen. Mache ich Ruckler. Auf zu ruckeln. 60 FPS ist ein bisschen wenig scheinbar. Okay. Wir nutzen jetzt einfach den Comment-Slash. Also erstmal reloaden. Funktioniert. Wir nutzen den Comment-Slash Abuse. Und wir haben wieder irgendeine Funktion, wie das hier nicht spawnen kann. Ich glaube, das war irgendwie World Guard oder so, keine Ahnung, ich fliege mal schnell raus aus dem Spawn. Ihr könnt übrigens hier jeden beliebigen Block nehmen, das ist ganz egal, das ist nicht vom Block abhängig, logischerweise. Slash Abuse. So, jetzt ist quasi dieser Villager
eine Schaufel in Hand. Ein Villager, dieser Villager ist ja quasi hier gebunden an dieses Ding. Allerdings nicht unendlich lang. Oh, er wird konvertiert zu einem Ding. Time is that day. Kill all, gibt's sowas? Warte mal, ist das gerade dumm, wenn ich das mache? So. Mach's jetzt nochmal. Slash abuse. Wird einfach automatisch dahin gezogen. Und ich muss sagen, es funktioniert gerade sogar schon besser, als eigentlich gedacht war. Allerdings, wenn man jetzt das Ganze irgendwie ein bisschen umschreibt, und zwar jetzt zum Beispiel irgendwie einen, was gibt es denn da, irgendwie einen Blazer oder so nimmt, dann funktioniert das noch nicht so gut und das kann man noch ein bisschen verbessern. Slash abuse. So, meistens dazu, dass das Ding dann sich automatisch oder irgendwann loslöst. Okay, Vorwurf-Effekt, das funktioniert besser als geplant oder als es in Erinnerung war. Auf alle Fälle ergänzen wir das Ganze trotzdem mit ein bisschen mehr Code. Und zwar nutzen wir das onEntityUnleash-Event. Nutzen wir if unleashReason is holder-gun, also wenn quasi der ja, der Holder, der Besitzer von dem Tier weg ist. Beziehungsweise einfach, weiß nicht, wenn es irgendwie ausgelockt ist oder so, normalerweise, dann wird er dieses Ding irgendwie, also dann wird es, glaube ich, geunleashed oder so, oder kann es geunleashed werden, beziehungsweise wenn man halt irgendwie zu weit weg, ich habe keine Ahnung genau, irgendwie auf alle Fälle gibt es halt diesen Ding. Dann setzt man eine Variable zu dem Event-Block, Event-Block. Also der Event-Block ist quasi der Block, an dem das Ding festgebunden ist. Dann nutzen wir unterstrich Entity to Event Entity, auch selbsterklärend, Waiter Take zur Sicherheit, Loop all Entities in a Radius 0,1 around Event Entity. So, schau mal quasi, welche Entities um die Event-Entity rum ist, beziehungsweise im Prinzip einfach nur die Event-Entity selbst. If Loop Entity is. Ah, juckt mir so. Is a dropped item, Doppelpunkt, clear Loop Entity. Also quasi, wenn hier jetzt. Das unleashed wird, dann steht da, liegt dieser komische Ding da, dieser Seil da unten im Boden. Und das soll natürlich entfernt werden, das ist eigentlich selbstverständlich, sonst kann man dupen damit. Dann machen wir wieder leash. Ups. Unterstrich entity to unterstrich block. Also quasi einfach wieder das Tier an den Block gebunden. Und dann kann man halt irgendwie auch noch was ausgeben lassen, irgendwie, keine Ahnung, unleash. Cancel oder so. Cancel. So, dann reloaden wir. Oh. Loop all entities in a radius 0,1 around event entity. In a radius of 0,1. Loop all Entities? Entities? Wow. Entities. So, erster Fehler weg. Der andere Fehler war unleash. Wow. Broadcast unleash cancelled. So, jetzt funktioniert's. Steht da unleash cancelled. Warte mal, slash. Beziehungsweise. Genau, das passt eigentlich. Slash abuse. Achso, naja, also die heilen sich jetzt natürlich nicht automatisch. Die haben jetzt nur 20 HP dann. 20 HP-Punkte. Und man kann eigentlich rein theoretisch, wenn man sich jetzt irgendwie einen Stick macht,
ist eigentlich das Lustige dann erst. Common slash stick trigger give player a stick of knockback. Machen wir irgendwie Knockback 2 oder so. Und das ist eigentlich dann erst dann wirklich das Lustige. Wenn ich diesen Stick hat. Okay, das ist ein bisschen zu wenig eigentlich. Das ist so dumm. Wie lange das Ganze nochmal ganz kurz? Slash Stick. Genau, jetzt ist das Ganze einfach das. Es ist extrem dumm einfach, aber es ist lustig. ja. Und jetzt könnt ihr mich erstmal flamen, warum ich auf so dumme Gedanken komme. Naja, auf alle Fälle danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Script-Tutorial.